Vor der großen Pause die Top 10 Highlights des vierten Spieltags. Ob Steffen Mengel mit 1,95 vielleicht etwas zu groß für die Tischtennis-Bundesliga ist, darüber lässt sich streiten. Aber vielleicht immer noch besser als zu kurze Arme. Da reicht die Reichweite einfach nicht. Sollen wir nochmal einen Ball nominieren? Nominieren den Ball. Ja, der war auf jeden Fall cool. Spontan. Ihr wisst Bescheid. Wir wissen Bescheid. Auf die Frage hin, welches wohl der beste Schwede in der Bundesliga ist, antwortete Matthias Falk wahrscheinlich Troels Moregard. Und hier mal ein Beispiel, warum. Oh, eigentlich perfekt gespielt von Philipp. Ja, richtig gut. Auf der 8 Yixin Feng, der hier erst einmal die Rückhand umläuft, um danach den Finisher auszupacken. Ah, jetzt sieht man in dem Replay tatsächlich nur noch die Ballonabwehr, also diese Vorhand parallel, die war ja wirklich unglaublich. Dass es im Doppel ganz klar darum gehen kann, wie gut die beiden Spieler aufeinander abgestimmt sind, das zeigen Nutink und Polanski hier einmal. Nutink taucht ab und Polanski über den Kopf hinweg. Troels Moregard zum zweiten, diesmal mit erst Wahnsinnstempo und dann einem perfekten Rückhandblock. Oh, Wahnsinn! Richtig sehr nervenstark. Eigentlich gut spekuliert beim Aufschlag. Philipp Zelko ist. Auf der 5 mal wieder Quadriaruna mit einer spektakulären Leistung. Erst gibt's den Around the Net Shot, danach sammelt er noch einen Kantenball ein und am Ende reicht's trotzdem nicht für den Punkt. Kein Highlight-Video ohne Kirill Gerasimenko. Auch an diesem Wochenende wieder eine unglaubliche Leistung gezeigt, gegen den WTT-Sieger mal locker in 3 Sätzen durchgekommen. Auf der 3 vom Aufsteiger Mainz, Luka Mladenovic, der Anti-Top-Spieler. Und dass er nicht unglaublich geübt ist in der Rolle des aggressiven Spielers, das sehen wir dann hier. Gosi erst mit dem Konter und dann mit dem Punktgewinn. Super. Schön. Ganz, ganz stark gekämpft. Der war super. Von da. Ich dachte schon, er reicht nicht, aber reicht. Auf der 2 direkt der nächste Mainzer, aber auch Muramatsu zieht am Ende gegen Robles den kürzeren. Und deswegen ist er mein Lieblingsspieler. Mega Ballwechsel. Den hier noch zurückkriegen zu machen. Kai Stumper spielt Stamm, den Rest vom Team bauen wir drumrum, sagte Andreas Preuß, der Manager von Düsseldorf, und jetzt sehen wir auch warum. Wenn man den Ball einfach vom Arax Center Court runterhaut, dann kann selbst ein Top-Abwehrspieler wie Wangxi nichts dagegen machen. Oh! Und der geht durch die Bande, nimmt alles mit, was er hat. Wir sind ja gut versichert. Noch abschließende Worte, Falk. Du hörst ihn stöhnen. Danke dafür.